Edelziege, Burenziege, Pfauenziege oder Milchziege. In Eberstadt gab es am vergangenen Wochenende viel zu sehen. Auf dem Gelände neben dem Maislabyrinth bei Volker Weisel hat am Sonntag die Vereinigung der Ziegenhalter und Züchter für die Wetterau und Umgebung ihre 20. Vereinszuchtschau ausgerichtet. Aus dem Wochenendbesucherstrom zum Maislabyrinth hatten sich viele Besucher für die Ziegen interessiert. Am häufigsten vertreten waren die weiße Edelziege und die bunte Edelziege mit Schwerpunkt Braunfärbung. Diese sind Milchziegen und können gemolken werden, was zwar zusätzliche Arbeit fordert, aber durch die Käseverarbeitung ist auch ein gewisser Erlös möglich. Daneben sahen die Besucher Burenziegen und gemusterte Pfauenziegen. Letztere sind nach Angaben der Züchter selten geworden, wobei sie anspruchslos sind und sich gut zur Landschaftspflege eignen, denn sie fressen alle einschließlich Brennnesseln. Beurteilt wurden die Tiere bei der Zuchtschau von Helmut Lang vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen in Wetzlar. Ihm assistierte dabei Rita Homrickhausen aus Bromskirchen bei Frankenberg. Für die korrekte Wiedergabe der Ergebnisse war der Schriftführer des Wetterauer Vereins Oliver Schmidt verantwortlich.